Das Haus der Volkskunst in Balingen-Frommern beherbergt nicht nur etliche schwäbische Kulturgüter, sondern auch eine umfangreiche Präsenzbibliothek. Hier ist die Tradition der Schwaben dokumentiert, sortiert und sicher bewahrt. Der Hauptfachwart für Kultur des Schwäbischen Albvereins, Manfred Stingel, war das aber zu wenig. Er wollte diesen reichhaltigen Schatz an Wissen schon vor etlichen Jahren auch der breiten Bevölkerung zugänglich machen, mit einem digitalen Kulturarchiv. Angefangen habe alles etwa im Jahr 1993, als der Computer so langsam aufkam, erzählt Stingel. Damals war die Idee geboren, alle vorhandenen Tänze, Lieder und Tanzbeschreibungen in den Computer einzupflegen. Und dann hat der Freund gesagt, Manni, du willst die Eier legen, die Wollmilchsau, da musst du Geld in die Hand nehmen. Und dann sagt er, wie viel muss man? Dann sagt er, 50.000 Mark. Dann sagt er, du bist ein Vogel, wo soll ich 50.000 Mark herbringen? Das hat mich dann ein paar Tage gewurmt und dann haben wir eine Spendeaktion aufgerufen im Albverein und da kamen 25.000 Mark zusammen. Und das war die Initiative, einen tollen Computer zu kaufen und so ist das Archiv, das digitale Archiv entstanden. Zusammen mit wissenschaftlichen Hilfskräften und zwei Mitarbeiterinnen werden bis heute täglich Dokumente ins digitale Archiv eingepflegt. Stingel erzählt, dass sicher noch zwei Generationen damit beschäftigt sein werden. Volkstanz ist immaterielles Kulturerbe und die Schwaben haben relativ viele Tänze. Sie waren tanzfreudig. Wir haben eine Paartanztradition über 600 Jahre. Dann haben wir ganz, ganz viele Lieder, Liederbücher, da sind Inhaltsverzeichnisse abgeschrieben oder Zubinger Lieder, Aufzeichnungen, frühe Melodien. Dann haben wir Volkskundearchiv. Wenn Sie jetzt einen Tanz haben, der Kindertanz, Brüderchen, kommt Tanz mit mir, dann hat den, glaube ich, schon 300.000 Mitglieder. Das ist, ah, gut, da gibt es ein Filmli dazu, da gibt es Tanzbeschreibungen dazu, da gibt es Noteblättli dazu. Und das ist so, kann jeder, der sich mit Tanz beschäftigt, kann das finden, was er braucht. Das digitale Kulturarchiv umfasst neben den Tänzen, Liedern und Tanzbeschreibungen beispielsweise auch alle Blätter des Schwäbischen Albvereins, lückenlos von 1889 bis heute. Stolz ist Manfred Stingel auch auf die Digitalisierung der sogenannten Konferenzaufsätze. Zu der Jahrhundertwende 1900 haben sich die Lehrer, die Schulmeister, die ja im Dorf früher eine ganz wichtige Stelle hatte, getroffen und hatten vereinbart, wir schreiben alles auf, was an volkskundlichen Überlieferungen noch da ist. Und dann haben sie das alles in schöner deutscher Schrift aufgeschrieben und diese sind die sogenannten Konferenzaufsätze. Und die hat uns der Herr Kaspers übersetzt in Maschinenschrift, also er konnte das noch lesen, ich selber kann es nur sehr schlecht lesen und viele Menschen können das heute nicht mehr lesen und jetzt haben wir das in Maschinenschrift und das ist eine unglaubliche Fundgrube, da kann ich nur alle empfehlen, reinzugucken und die Konferenzaufsätze anzugucken. Geld vom Staat gäbe es für das Projekt nicht, was Stingel kritisiert. In Bayern würde das beispielsweise besser funktionieren. Ohne die Spenden der Mitglieder des Albvereins könnte man das Projekt nicht finanzieren. Für jeden Schwaben, der mehr über seine eigene Kultur erfahren möchte, ist das digitale Kulturarchiv eine wahre Fundgrube. Und auch für jüngere Leute, die laut Mitarbeiterin Anna Fischer wieder mehr Interesse an der eigenen Identität und Kultur zeigen würden, ist das Kulturarchiv äußerst lohnenswert. Gerade die Konferenzaufsätze, was so in den einzelnen Stadtteilen überhaupt an Traditionen überliefert wird, also wusste ich teilweise auch nicht, ist richtig spannend, also die Bräuche im Jahreslauf oder so, also wer da zum Beispiel für die Schule mal was recherchieren muss, findet da auf jeden Fall gut aufgearbeitete Dinge, kann sich hier auch gerne mal Bücher ausleihen, einfach mal durchblättern. Zugang zum schwäbischen Kulturgut in digitaler Form gibt es unter www.schwaben-kultur.de.